Manta. Oh, hallo. Wunderschönen guten Tag. Kann ich was für Sie tun hier? Ich bin hier angestellt seit heute. Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie wollen, nicht wahr? Ja, ich bin schon seit gestern hier angestellt. Hallo. Oh, dann können Sie mir doch was beibringen wahrscheinlich. Finde ich toll, ganz ehrlich. Ich mache jetzt immer gerade Kunden alleine, bin ich ganz aufgeregt. Aber ich denke, ich kriege das hin. Ich habe so einige Erfahrungen gemacht schon. Hä? Ja, Sie schaffen das. Ja, ich schaffe das. Mein Name ist Nicolas Collet, der aus Saint-Tropez. Hallo, ich bin Tara White. Ja, da macht ja nichts. Freue mich ganz besonders, Sie kennenzulernen. Ja, auf eine gute Zusammenarbeit. Ich denke, wir zwei werden uns gut verstehen, nicht wahr? Auf geht's! Oh, neue Leute! Hallo, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Tara White, hallo. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Tja, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Duan. Wie? Duan. Was? Duan. Hä? Ich verstehe Sie nicht. Duan Nin. Was hin? Nee, mein Name, Vollname, Duan. Sie turnen. Duan. Duan. Woher kommen Sie denn? Aus Vietnam. Ist das in Asien? Ja. Oh, essen Sie auch Sadomaso? Was? Sadomaso. Mir wurde gesagt, Sadomaso ist was zu essen bei euch. Was ganz Scharfes. Nicht Vietnam. Nein. Nein? Nein, nicht da. Oh, Sie sind ein falscher Asiate. Das ist ein komischer Asiate aus Vietnam. Ich habe ihn gefragt. Ja, vorgestern hat mir jemand gesagt, dass Sadomaso eine würzige, scharfe Spezialität aus Asien ist und er kennt das nicht. Deswegen glaube ich, dass er fake ist. Ich hoffe, dass Sie das schaffen mit Ihrem Entzug und dass das dann Ihre Träume verwirklichen können. Gucken wir in der Woche nochmal drüber, ne? Ja, hoffentlich schafft er das, der arme Kerl. Okay. Ja. Er hat eine Freundin verloren. Ja, und dann will er wieder Kopf werden. Tütche. Erst vor 6 Wochen. Der muss und erst... in der Zeit ist er schon alki geworden und hat noch seinen Job verloren und ist schon wieder in der Therapie. Was? Ja, dann hat er alles ganz schnell gemacht. Manche Leute sind da ganz schnell. Ich dachte auch so, Mensch, wenn die stirbt, ne, dann machst du erst mal 2 Wochen Urlaub, dann bleiben noch 4 Wochen über, zum alki zu werden und den Job zu verlieren und eine Therapie zu machen. Das ist ziemlich knapp. Das ist zu knapp. Was ist... Der hat doch einen Schuss. Ja, wahrscheinlich liegt es am Alkohol, ne? Passen Sie auf, hier kommen ganz viele hier kommen ganz viele aus diesem Deutschland, aus Europa. Ich glaube, in dem Land ist irgendwas. Alles unzufriedene Menschen, alles deprimierte, unzufriedene Menschen, die kommen hierher. Ach, lassen Sie... Bestimmt vom Oktoberfest oder so. Was ist denn ein Oktober? Aber wir haben doch Mai. Ich weiß nicht, vielleicht wischen die noch von vorher. Oha. Was macht man auf diesem Oktoberfest? Jetzt auch gern wissen. Saufen? Ja, das ist doch, also wir haben das damals so gemacht, ich war Eventmanagerin auch in Anaheim im Disney Resort und da gab es zum Oktoberfest immer halt ein Oktoberfest. Da gibt es Bier und Brezel. Sie waren in Disney World? Ich war da angestellt, ja. Oh, wow! Kennen Sie Mickey Mouse? Sagen Sie bloß, dass Sie auch deprimiert sind von diesem Land. Wieso sollte ich deprimiert von diesem Land sein? Keine Ahnung, weil so viele hier rüberkommen aus dem Land. Ja gut, die haben vielleicht ihre Antidepressiva nicht genommen, aber keine Ahnung, warum sollte ich deprimiert von Deutschland sein? Weiß ich nicht. Ja, irgendwann wird es immer Zeit für eine Veränderung, ne? Deswegen, und neue Wege sollte man immer einschlagen. Ja, da kann man doch eine Frau nehmen. Wenn ich sie wirklich erzählen würde, dann weiß ich nicht, ob ich hier gecatcht werde noch am Flughafen, ne? Bitte was? Jo, wer soll hier gecatcht werden? Ah? Security? Ja. So, Homie, wer davon hat gesagt, dass er hier eventuell gecatcht wird? Was muss der im gelben Shirt sein? Der im gelben Shirt? Der ist irgendwie gesucht und wird eventuell gecatcht? Okay, alles klar. Redet so gerne, Leute? Bist du so einer? Ich will bloß keine Probleme haben. Ja, sehen Sie, das finde ich eine tolle Sache. Mit dem Recht und Gesetz irgendwie helfen, ist das eine tolle Sache. Das sind die besten Voraussetzungen, um das Auto zu starten, sage ich ganz ehrlich, wie es ist, nicht wahr? Also, sind ein toller Typ, ganz toll, Respekt. Die würde ich schon gegenseitig ausspielen lassen, ey. Der kriegt gleich RP. Ja, netter Kerl irgendwie, der finde ich toll. Ja. Gesetzestreue Bürger begrüßen wir doch herzlich. Der sieht voll in Ordnung aus. Ja, super, ja, das ist so einer, dem bin ich aber Geld anvertraut, ganz ehrlich. Ja. Müssen wir dem Gelben aber doch sagen, dass der den verraten hat. Ja. Was, alles in Ordnung bei dir? Moment, ich guck mal kurz am Balkon, was da los ist. Sie sollten mal Ihre Nase pudern. Tatsächlich? Oh, liebe Zeit. Oder mich gleich wieder Dank für Tipps erzählen. Ne? Dann gibt es jetzt so mit dir. Ach du liebe Zeit. Hallo. Hallo, schrecken Sie mich doch nicht so. Oh, Palli! Einen wunderschönen guten Tag, Ma'am.
ich sag doch nur Hallo. Warum sind Sie so schreckhaft? Ja, aber von hinten so auf einmal mit so einer netten, dynamischen, lebhaften Stimme kriegt man natürlich Schiss, ist doch klar. Ich hab's immer noch drauf. Der eine pustet der Lady in den Nacken. Wer pustet wem in den... Ihr? Ja, der. Ganz leise an die Dame langgestrichen und dann irgendwie so... Wer mit dem Gestreiften? Ey, Sie Creep! Hören Sie mal! Wenn Sie irgendwelche Frauen hier harassen, dann schrei ich nur Security und dann sind Sie im Knast. Außerdem steht Ihnen die Farbe gar nicht mal. Ich glaube, der macht die Lady jetzt auch an. Ist dir aufgefallen? Nur rothaarige Frauen. Belästigt, ja. Oha. Boah, wie heißen Sie? Das gehört, man? Frank Trevin. Dachte Trouble. Oh Gott. Okay. Trouble wäre passend. Okay, Ma'am, hat er Ihnen rein, da hinten reingepustet oder nicht? Das war schon sehr nah, ne? Sehen Sie? Ich hab mich ein bisschen... Sehen Sie, wir lügen doch gar nicht. Ist doch so. Ja, sehr nah ist das eine, reinpusten ist das andere. Ja, das sah so, als ob Sie am Ohrläppchen knabbern wollten. Das macht man nicht. Ja. Wer knabbert denn dann? Ich will es gar nicht wissen. Schöne Vertrage. Euch das Möhrchen und das Öhrchen, das geht nicht. Der Herr in Schwarz, ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Ray. Wie noch? Tyson mit Nachnamen. Tyson? Tyson. Und Sie, Ma'am? Mein Name ist Tyra White, ich bin Angestellte von der Einreisebehörde. Ich bin auch stolz auf diesen Job, ich werde ihn ernst nehmen. Und wenn hier irgendwie, wenn Sie noch einmal irgendwo pusten. Keine Sorge, Ma'am, wir sorgen hier schon für Ordnung. Genau. Was, sind Sie Polizei oder was? Nö. Nein. Sind Sie von der Einreisebehörde? Nein. Sind Sie Detectives? Nein. Was machen Sie denn hier? Wir sind rechtschaffende Bürger und wenn ein Herr einer Dame von hinten in den Nacken pustet, dann sind wir natürlich da. Und was machen Sie dann? Wir kommen dann zu Ihnen und sagen Bescheid. Sie kümmern sich dann darum. Ah, okay, gut, ja, gut. So, es wird gescannt. Okay, wo kommen Sie? Ja, ich komme aus Deutschland. Ja, das Land der unzufriedenen Menschen. Es kommen zu viele aus diesem Land. So, wie heißen Sie denn? Frank Engel, mein Name. Engel? Okay, keine Ahnung. Die Deutschen sind ja immer sowieso komisch. Ihr macht im Mai ein Oktoberfest. Ich verstehe das gar nicht. Was haben Sie in Deutschland gemacht? Studium gemacht. Und bin dann ins Familienunternehmen eingestiegen. Was ist denn Ihr Familienunternehmen? Ja, wir haben Pumpen hergestellt. Was? Pumpen? Okay. Ja, das klingt langweilig. Ich kann verstehen, warum Sie herflüchten. Warten Sie mal. Wurden Sie dazu verdonnert? Oder hat eine andere Firma Sie nicht aufgenommen und da konnte nur noch Papa Sie aufnehmen? Nein, das war von Anfang an eigentlich, seitdem ich denken konnte, war das einfach mein Ziel, in diese Firma einzusteigen mal. Also seit Sie denken können, wollen Sie zu Papa in die Firma. Und jetzt stehen Sie hier bei mir. Warum? Ja, die in der Firma lief es nicht so gut, sagen wir mal so. Also die Firma gibt es ja leider auch nicht mehr. Seit Sie in die Firma reingetreten sind, ist das Ding runtergegangen. Hat Ihr Vater vor Enttäuschung einen Herzinfarkt bekommen? Und der ist leider schon vorher verstorben. Oh. Möge er in Frieden ruhen. Jetzt ist er ein wahrer Engel. Das tut mir leid. Okay, also nochmal ganz genau, was ist schiefgegangen bei dieser Firma? Sagen wir mal so, in Deutschland muss man sehr viele Abgaben an den Staat machen. Ja, das habe ich nicht ganz so eingesehen. Ich habe dann doch lieber mein Geld für mich benutzt. Was? Sie haben Steuer hinterzogen? Sofort mitkommen! Security! Da nach vorne! Gehen Sie vor mir, nicht hinter mir, ich habe Angst! Nehmen Sie Abstand von diesem Mann! Ich habe doch hier überhaupt Herr Engel, Sie kommen mit! Ja, ist doch scheißegal, ob Sie hier was verbrochen haben oder nicht. Wenn Sie in Deutschland eine Straftat begangen haben, dann haben Sie hier wahrscheinlich auch vor, eine Straftat zu begehen, Sie Verbrecher! Sie gehen jetzt rein, Herr Teufel! So, Herr Richter, haben Sie es mit Schwerkriminellen zu tun? Sagen wir mal so. Ja, Moment, lassen Sie mich ausreden. Nicht direkt ausrasten. Aha! Wir haben die Schwerkriminellen damals entweder in Gefangenschaft genommen oder erschossen. Sie haben Menschen erschossen? Wenn es drauf ankam, ja, weil ich bei der Bundeswehr war. Oh, ich wollte schon wieder Security schreien. So, also, Sie waren da bei diesem Ding und was? Und Sie haben Menschen getötet. Wo war das? In Afghanistan. Wo liegt das? Im persischen Kontinent. Was ist denn der persische Kontinent? Bruder, bitte. 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 Ja. Bitte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja? Sind Sie doof oder was? Macht eure RP-Hausaufgaben. Was ist das Schlimmste, was Sie in Ihrem Leben getan haben, Herr Richter? Schnell gefahren und falsch geparkt. Was? Sie hätten jemanden umfahren können. Was war Ihre Strafe? 40, 50 Dollar. So. Oha. Oh, da hätte man eine ganze Woche lang Eis kaufen können. Sind Sie blöd? Sie rasen hier nicht. Bevor Sie hier rasen, spenden Sie mir lieber ein Eis.
So! Ja. Bitte mitkommen! Da hinsetzen! Ja, mag ich. Nicht nackig! Hinsetzen! Mag ich. Nicht nackig! Hin- Nein, nicht nackig! Ich nix ausziehen! Wie heißen Sie? Juan Yun. Was? Juan! Mag T-U-A-N! Ich will keinen Tee machen! Hier ist kein Tee! Ja, mein Name ist Tuan. T-U-A-N. Ah, Tuan. Ja. Und der Nachname? N. N. Y. Was? Y. Y. Dann U. Hä? U. Und dann? G. Was? G. Niwa? Nun. Also nochmal. N. N. Y. Y. G. G. E. E. N. Nach G kommt was? N. N. Y. Y. U. U. G. Ja? E. Ja? N. Juan Nun. Einen Moment. Ich habe da einen mit gefälschten Ausweisnamen, einen Asiaten. Der heißt Tuan Nguyen. Und der sagt, der heißt Tuan Nguyen. Der ist ganz komisch. Schönen guten Tag, der Herr. Da. Wie heißen Sie? Juan Nguyen. Können Sie buchstabieren? T. Ja. U. Ja. A. Ja. N. Ja. Das ist Juan. Und dann Nguyen. Er ist ein Faker. Er kennt auch keinen Sadomaso. Und er ist Asiate. Der Kollege hat vorgestern gesagt, Sadomaso ist das scharfe Gericht von euch. Dass ihr Land sie überhaupt rausgelassen hat mit gefälschten Papieren, ist eine Schande für ihr Land. Oh, sie lass es tun. Ich bin keine Rassistin. In Japan muss man Harakiri machen, wenn man sowas sagt. Babe, hast du mich gerade nachgemacht? Security!